Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute dreht es sich um die Wirbelsäule von Kindern und Jugendlichen. In der Wachstumsphase kann es passieren, dass sich die Wirbel immer mehr gegeneinander verdrehen und es können auch Krümmungen in die Wirbelsäule hineingeraten, die da eigentlich nicht hingehören. Das Ganze nennt man Skoliose und wir beschäftigen uns heute mit der Therapie dagegen. Bei mir ist Dr. Hussein Bailey. Er ist leitender Arzt der Abteilung für Wirbelsäulen- und Skoliosechirurgie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Bailey. Sagen Sie mir noch mal genau, was ist eine Skoliose? Ich zeige Ihnen das am besten an einem Modell. Wenn wir dieses Modell uns nehmen, das ist die normale Konfiguration einer Wirbelsäule, so soll sie aussehen. Bei der Skoliose passiert Folgendes: Entstehen Krümmungen dieser Art, entweder nach links oder nach rechts. Und was speziell noch bei der Skoliose dazukommt, ist eine Rotation der einzelnen Wirbelkörper zueinander. Das macht die Sache für uns Therapeuten dann schwierig, aber das ist die Definition einer Skoliose. Was ist denn daran so schlimm? Durch die Rotation, insbesondere im Bereich der Rippen, kommt die eine Seite hervor, die andere Seite geht runter. Es entsteht ein Tal und im Bereich der Rippen ein Berg. Das heißt, die Kinder sind stigmatisiert. Bei denen sieht man einen Rippenbuckel und im Bereich der Lendenwirbelsäule haben wir einen Wulst, den man aber durch Kleidung und so weiter nicht sieht. Die sind nicht so schlimm, aber die Rippen sieht man. Ja. Und die Stigmatisierung ist dann aber so stark, dass einige Patienten wirklich darunter leiden. Und da geht es darum, dass man dieses wieder korrigiert. Und zusätzlich die Schultern, die hier sind, die sind dann in der Regel auch gekippt, wieder korrigiert, dass man von außen dieses nicht mehr sieht. Ist das ein rein kosmetisches Problem? Nein. Ab einem bestimmten Grad, wir gehen von 70 bis 90 Grad aus, wird durch die Verdrehung auch die Lunge und das Herz, was hier vorne ist, auch komprimiert, also eingedrückt. Ja. Und die Funktion der Lunge als auch des Herzens werden eingeschränkt. Je stärker die Krümmung, desto mehr leidet auch die Lunge darunter und die Kinder sind nicht mehr so leistungsfähig. Ja. Was ist die Ursache für so eine Skoliose? Wer bekommt das? Ja, das ist eine gute Frage. Über 80%, 85% der Skoliose ist die Ursache nicht bekannt. Ja. Das heißt, die nennen wir idiopathisch und wissen selber nicht, warum es entsteht. Es ist multifaktoriell. Das sind sowohl genetische Gründe, aber auch hormonelle, wachstumsbedingte Veränderungen da. Ja, genau. Wollen wir die gerade nochmal wieder wechseln? Deshalb ist es das Häufigste, was vorkommt. Nur 15%, da wissen wir den Grund. Das ist meistens entweder genetisch direkt am Knochen sich bildende Veränderungen, aber das können auch muskuläre oder neurologische Gründe sein, die zu einer Skoliose führen. Da wir bei 85% nicht wissen, ist das Gros der Patienten, den wir auch tagtäglich sehen, diese 85%. Ich habe gehört, mehr Mädchen als Jungs? Ja, bei den schweren Skoliosen ist sogar das Verhältnis 1:7. Das heißt, die Mädchen sind 7-mal häufiger betroffen als die Jungen. Bei den einfachen Verkrümmungen ist es 1:1, 1:2. Da ist es nicht so merklich, aber bei den schweren Skoliosen leider. Ja, also nach wie vor ein Rätsel, das man nicht hat aufklären können, weshalb der Körper doch so sein eigenes Ding quasi machen kann, im Grunde genommen. Ne? Bei den Gesprächen führen wir aber trotzdessen immer eine Familienanamnese mit durch, weil wenn in der Familie Großvater, Großmutter oder die Mutter oder Geschwister schon eine Skoliose hatten, empfehlen wir den Eltern zumindest ein bisschen mehr Augenmerk auf die anderen Kinder zu haben, die vielleicht noch jünger sind. Ja, 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 genau. Also die Frage war ja auch schon, ist das schlimm? Und das mit der, ich habe gehört, also es gibt einen Zusammenhang zwischen Alter und Dynamik. Dynamik ist für Sie, glaube ich, so ein Begriff auch, weshalb man sagt, lass uns das mal genauer angucken und lass uns was unternehmen. Ja. Was heißt das da mit der Dynamik? Dynamik heißt, wir haben unterschiedliche
Zeiten, wo eine Skoliose entstehen kann. Das ist einmal bei Kleinkindern bis 3 Jahren, dann bei Kindern bis 10 Jahren und dann bei Teenagern ab der Pubertät. Und die Dynamik bedeutet, in jedem Alter wachsen wir unterschiedlich. Das heißt, bis 3 Jahren wächst das Kind fast 40 cm, bei den bis 10 Jahren jährlich 5 cm und darüber hinaus 20 bis 25 cm. Das heißt, in diesen Phasen ist durch das Wachstum bedingt eine Dynamik da. Das heißt, es kann sich verschlechtern. Mhm. Und wir machen das so, dass wir eine Therapie, Stufentherapie haben, die wir angehen. Die erste wäre immer eine Beobachtung. Das heißt, wir sehen eine leichte Verkrümmung, sprechen mit den Eltern, gucken uns die Anamnese genau an und empfehlen denen nochmal halbjährlich zu uns zu kommen, damit wir das klinisch beobachten. Mhm. Röntgen tun wir manchmal gar nicht. Mhm. Verstärkt sich das klinisch, dann wird nochmal geröntgt und eine Empfehlung ausgesprochen. Wenn es über einen gewissen Grad da ist, dann wird Physiotherapie empfohlen. Machen wir. Wir empfehlen eine skoliose-spezifische Physiotherapie, das nennt sich SCHOAT-Therapie. Da wird nochmal ganz speziell einmal die Erkrankung auch kindergerecht den Kindern erklärt und die Möglichkeit ihnen angeboten, wirklich dagegen selber was zu tun. Mhm. Und erst der nächste und übernächste Schritt ist dann eine Korsett-Therapie, die dann noch hinzukommen könnte. Ja. Und dann erst irgendwann eine Operation? Dann erst eine Operation. Ich kann von unser Haus nur erzählen, wir betreuen die Kinder von relativ früh bis halt zur Operation, die ganze konservative und operative Therapie. Und bei uns ist ungefähr jeder 10. wird erst operiert. Das heißt, 9 werden nicht operiert, sondern konservativ geführt. Wir versuchen auch alles, damit auch keine Operation nicht stattfindet. Mhm. Beraten die Patienten dementsprechend und die Eltern dementsprechend. Nur erst, wenn es nicht mehr möglich ist, konservativ zu therapieren oder die Kinder schon ausgewachsen sind und eine konservative Möglichkeit nicht mehr besteht, dann müssen wir leider die operative Therapie zumindest als Option den Eltern und den Kindern empfehlen. Genau, wir wollen ja gleich noch über verschiedene Operationsmethoden sprechen. Aber viele Eltern werden sich eben auch fragen, ob man da so ein Zeitfenster verpassen kann. Also ob man quasi zu spät sein kann oder umgekehrt, dass man durch so eine Operation etwas verschlimmbessert. Ja, dass man zu spät kommen kann, ja, wir haben, also die Dynamik gibt uns vor, in welchem Zeitfenster wir uns bewegen. Das heißt, in dem Moment, wo ein Jugendlicher in der Pubertät ist, haben wir 2, 3, 4 Jahre Zeit, das konservativ zu behandeln. Ist dieser Zeitpunkt verpasst und die kommen zu spät zu uns, dann haben wir keine große Möglichkeit mehr, konservativ etwas zu machen. Die Operation als letztmöglichste Option ist eher eine Therapieform, die eine Korrektur mit sich bringt und die Lebensqualität verbessert. Mhm. Und für die Zukunft betrachtet eine Verschlechterung nicht mehr dazukommt. Mhm. Wir klären ja die Patienten auf, dass die konservative Therapie so geführt werden muss, dass die nächsten 70 Jahre sie davon profitieren. Sollte das nicht stattfinden, ist dann die Aufgabe bei uns, die Operation so zu führen, dass die Patienten 70 Jahre damit gut zurechtkommen. Mhm. Und diese Verantwortung ist uns bewusst. Ja, Sie sehen die Patienten sehr lange. Aber was mich jetzt am meisten interessiert, erstmal ist die Diagnose. Also Eltern werden sagen, oh, mein armes Kind, jetzt wird es dauernd geröntgt und dann wieder geröntgt und verschiedene Stellen. Und wie man das so kennt, auch als Erwachsener. Wie machen Sie das? Also die Patienten kommen ja zu uns entweder schon mit einem Röntgen oder weil die Eltern sagen, ich habe jetzt in den Sommerferien mein Kind gesehen und habe einen Buckel festgestellt. Oder ich habe die Kleidung gesehen und die Kleidung ist nicht mehr symmetrisch. Ist da was? Und die Kinderärzte oder die Hausärzte schicken dann zu uns. Wir gucken uns sie klinisch an nach einer ganz ausführlichen Anamnese, Befragung. Gucken wir sie an und dann schicken wir sie zum Röntgen. Wir haben das Glück, dass wir seit Anfang letzten Jahres ein neues Röntgengerät bei uns haben. Das gibt es in Deutschland. In dieser neuen Form sind wir die einzige Klinik in Deutschland, die das hat. Das ist ein Ganzkörperscan. Das muss man sich so vorstellen wie an den Flughäfen. Man steht sozusagen und 2 Röntgenstrahlen
scannen den Körper komplett ab. Und der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, dass wir nur ein Fünftel bis ein Zehntel der Strahlung abgeben auf das Kind, brauchen. Ja. Und die Patienten natürlich dadurch deutlich im Vorteil sind. Es gibt Untersuchungen, wo die Patienten untersucht worden sind, weil es eine vulnerable Phase ist, insbesondere bei Mädchen, ist das Krebsrisiko, wenn man ungeschützt oder mit hohen Dosen macht, das Fünffache von der Normalbevölkerung. Ja, die wollen ja auch noch Kinder kriegen. Genau, und wir wollten unbedingt, dass natürlich bei so einem Gros der Patienten, die zu uns kommt, das minimieren und haben es Gott sei Dank auch erhalten können, dieses Gerät, sodass wir ganz froh sind. Ja. Zweite, was ganz wichtig ist, glaube ich, da man steht, kann man, wir nennen das Bending-Aufnahmen, also Funktionenaufnahme, wo wir die Flexibilität der Wirbelsäule beurteilen können. Mhm. Und das können wir damit ganz exzellent machen, weil die ganze Wirbelsäule abgebildet ist. Auf einmal sozusagen, mit einem Schuss. Ja. Und wenn Sie dann operieren wollen würden, also wenn man sich doch dazu entscheidet, in diesem speziellen Fall, da gibt es, glaube ich, verschiedene Methoden, die Sie anwenden für verschiedene Ausgangssituationen Ihres kleinen Patienten oder Ihres Patienten. Ja. Ja. Wenn also alle konservativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind und wir zum Erkenntnis kommen, es geht keine andere Möglichkeit, nur noch die Operation, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die wir zumindest mit den Eltern besprechen. Mhm. Die eine ist, ist der goldene Standard. Das ist der Standard, der auch überall angeboten wird. Das ist diese Möglichkeit. Das sieht jetzt natürlich, wir haben alle Wirbel mit versorgt, mit Schrauben. Das ist ein Schraubenstabsystem. Das heißt, die Kinder, die nur im Bereich der Brustwirbelsäule oder nur der Lendenwirbelsäule die Krümmung haben, kommt nur der eine Bereich zur Geltung. Das heißt, nur der Bereich, was die Krümmung hat, wird operiert. Und dadurch fixieren wir die Wirbelsäule in diesem Bereich. Mhm. Und zusätzlich kommt abschließend am Ende der Operation Knochen drauf. Der eigene Knochen, den wir selber hier gewonnen haben, nochmal drauf, sodass wir über diese Operation die Krümmung wieder zurückführen können. Wir haben in der Regel zwischen 50-80% Besserung der Krümmung. Und am Ende der Operation muss der Becken komplett gerade stehen und die Schultern, das, was ich eingangs gesagt habe, damit man von außen, wenn sie im Leben, im Alltag sind, denen nicht ansehen kann, dass sie eine Skoliose haben. Ja, ach so, das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel, dass nachher wieder jeder Wirbel parallel über dem anderen sitzt. Nein. Ne? Glaube ich, weil das auch bei gesunden Menschen eigentlich ja nicht der Fall ist. Nein. Wahrscheinlich. Erstens, bei den gesunden Menschen gibt es auch immer wieder kleine Deformitäten. Bei den Skoliosekindern ist es so, durch diese Krümmung, die ich eingangs gesagt habe, kriegt man diese Krümmung nicht ganz raus. Mhm. Erstens das. Und zweitens, die Rippen, die haben schon ihre Deformität mitgekriegt. Auch wenn man es zurückkriegen könnte, sind die so deformiert, dass ein bisschen ein kleiner Rippenbuckel immer bleibt. Ja, das heißt also, das hält die weitere Torsion auf und bleibt drin im Körper. Genau. Das drin. Ziel ist, dass nicht weiter das Ganze zunimmt, sondern eine in dieser Position verbleibt und eine Verschlimmerung verhindert wird. Ja, nun haben Sie noch etwas anderes, was Sie uns zeigen können. Ja. Da geht es ja um dieses andere Modell, das ich da sehe. Genau. Das, glaube ich, nach einem anderen Schema funktioniert. Genau. Bei Patienten, die bei diesen Bending-Aufnahmen, die wir mit EOS mit dem Gerät machen, eine sehr gute Flexibilität noch haben, können wir dieses anbinden. Das ist ein System, was über eine Ratsche funktioniert, die hier ist. Mhm. Und die kann man anbringen an die Patienten, dann langsam durch Übungen gerade werden lassen. In dieser Position bleibt er dann. Und anschließend verändert sich das auch nicht. Das heißt, das kann dann bis nach der Pubertät bleiben, um den 20. Lebensjahr oder noch später. Mhm. Und wenn wir eine Stabilität haben, können wir es nachher, nach dem 20. Lebensjahr, wieder entfernen. Da hier die Gelenke noch alle intakt sind, wird sich die Beweglichkeit wieder einstellen. Und wer sorgt dafür, dass die Ratsche sich bewegt? Ich selber? Ja. Oder der Physio? Nein, Sie sind bei einer Physiotherapeutin oder Therapeut und
der übt mit Ihnen die Übungen, mit der Sie diese Ratsche bewegen können. Sie merken, ich kann nicht mehr zurück. Das heißt, Sie machen die Übung nur einmal in die Endposition, irgendwann geht das auch nicht mehr und dieser Position verharrt er. Mhm. Und das war's dann. Mhm. Die OP ist natürlich deutlich geringer. Sie merken, ich habe nur eine Schraube dort, zwei Schrauben dort, im Gegensatz zu den ganz vielen Schrauben. Und ich kann im Nachhinein das wieder auch wieder rausnehmen und die Wirbel freigeben. Ja, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Bitte. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.